Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Ja, im letzten Part, da sind wir aus unserer Zelle entkommen und haben im Lüftungsschacht mitbekommen, wie Dr. Marcel und Hulgor geredet haben. Und wir wollen natürlich jetzt versuchen, hier durchzukommen. Dr. Marcel und Hulgor sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Langsam werde ich richtig gut darin. Ja, ich frage mich gerade, warum die Stimmen nur auf einem Ohr zu hören sind, aber das erfahre ich ja vielleicht noch. Keine Ahnung, was da jetzt gerade los ist. Auf jeden Fall wollen wir uns jetzt hier in diesem Büro mal umsehen. Wir können uns zum Beispiel mal das Lexikon nehmen. Und den Poloschläger, den werden wir sicher auch gebrauchen. Ein Poloschläger. Ja. Ein Poloschläger. Wir können uns auch mal den Zeitungsartikel hier anschauen. Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Ja. Können wir den nicht anschauen? Doch. Was ist denn das? Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. Ich finde es ja gerade ganz lustig, wie die Zeitung hier heißt. Pussy Bear Observer, was? Können wir uns das genauer ansehen? Nein. Auf jeden Fall ist es hier Mörder gefasst. Das ist wohl, ja, das ist, wie wir im Rückblick gesehen haben, Ednas Vater. Und dann hier. In den frühen Morgenstunden stellte sich der 41-jährige Mattes Konrad den Behörden. Obwohl er sein Vergehen, den Mord an einem 8-jährigen Kind, dessen Namen zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, bereitwillig gestanden hat, erwartet ihn wahrscheinlich die Höchststrafe, in diesem Fall der Tod. Ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt seine Tochter Edna, die der Obhut von Dr. Horatio Marcel, dem Leiter der hiesigen psychiatrischen Heilanstalt, überantwortet wird. So, schwieriges Deutsch teilweise. Ja, können wir das nicht zufällig nehmen oder so? Nee, wir können damit gar nichts machen. Gut, dann gehen wir auch schon wieder raus, weil damit können wir dann... Ja, nichts machen. Wir haben hier noch einen Schrank. Der könnte vielleicht das später Kind noch hatte nützlich ich immer werden. Angst vor Schränken. Ja, kann ich verstehen, dass man da Angst vor Schränken hatte. Da könnte ja plötzlich die Tür aufgehen und ein Geist rausspringen. Ja. Können wir den nicht nehmen? Kaum auszudenken, wozu ich diesen Stift benutzen könnte. Zum Vollkritzeln vom Schreibtisch. Aber ich wollte ihn eigentlich nehmen. Ich habe mich gerade im Interface geirrt. Egal, hier scheint sonst nichts Wichtiges mehr zu sein. Irgendwas, was erwähnenswert wäre. Dann können wir gleich mal mit zur Tür rausgehen. Huch. Oh. Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Ja, wie sind wir aus der Zelle gekommen? Wir können ja mal sagen, unser Stoffhase hat uns in die Vergangenheit tempomorpht. Mein Stoffhase hat mich in die Vergangenheit getempomorpht. Dort habe ich gelernt, meine Superfußnägel als Multiwerkzeug einzusetzen. Du warst schon immer sehr kreativ. Ein Jammer, dass davon nicht viel übrig sein wird, wenn Dr. Marcels Therapie endlich anschlägt. Los jetzt, ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha, niemals! Das hättest du wohl gerne. Ha, niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Doch, kann ich. Und das werde ich dir auch beweisen, mit diesem Poloschläger hier. Pass auf, komm rüber, du fängst mich eh nicht und ja. Ist ein bisschen komisch gemacht, wie ich finde, da diese Verfolgungsjagd da. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Ja, wäre besser. Aber wohin mit ihm? Ich weiß, der Schrank. Ja, pack ihn in den Schrank, ist immer eine gute Idee. Okay, falsch herum, aber gut. Ja, wir können auch den Schrank dann wieder zumachen. Dann sieht da niemand ihn gleich. Und vielleicht ist er zu blöd, um dann selber rauszukommen, wenn er aufwacht. Wer weiß, mal sehen. Wir können uns jetzt aber auch gleich mal ein bisschen draußen umsehen, wenn wir hier schon fertig sind. Da ist ein Fenster und eine kleine Blume. Können wir denn die Blume? Da, schau mal, die Pflanze. Können wir uns die Pflanze mal genauer eine ansehen? Eine besonders rankige Ranunkel. Ein Fenster, eine Pflanze. Komm, die nehmen wir mit. Ups. Hoppla. Absicht! Psst. Das wollte ich natürlich nicht. Nicht. Gelogen!
Psst, Harvey, Mann. Ruhe. So. Da ist eine Abstellkammer. Ui, vielleicht finden wir hier ja noch was ganz, ganz Praktisches. Wir schalten mal das Licht an. Schau mal da. Eine hässliche Kartoffel, dieser Alf. Die scheint nicht zu mögen. Wir können aber mal versuchen, vielleicht ihn zu nehmen. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Okay, gut. Schauen wir uns mal das Gehirn an. Hey, du bist auch nicht gerade Miss Multiversum. Das redet. Okay. Hallo, Gehirn. Hallo? Hallo, Edna. Was führt dich zu mir? Wer oder was bist du? Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo Bär? Nein, Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Okay, wie will der uns zu Boden rammen? Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Die hat echt einen an der Klatsche, oder? Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Hätte ja sein können. Weißt du etwas über diesen Doktor Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Ah, ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch werde. Okay, dann tschüss, Bobo. Ciao, Bobo. Gut, dann, ja. Haben wir uns mit dem Gehirn unterhalten? Haben wir hier... Ah, ein Comic. Schau mal, wir haben Comics. Oh, ich lasse mich so leicht ablenken. Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah, es ist die limitierte Erstauflage. Boah, da müssen wir es auf jeden Fall mitnehmen. Das könnte ja sonst ziemlich, wichtig sein. Was da wohl drin ist? Oh. Boah, das klingt nach... als ob. Potztausend, das ist Glas. Das hat sie jetzt festgestellt, nachdem sie keine Ahnung wie oft hier... Oh Gott, nein. Okay, keine Ahnung, können wir das Fenster aufmachen? Können wir da auch raus? Ja, aber viel können wir machen, können wir ja nicht, aber wir können es uns ja mal merken, dass wir da raus können. Ja, und dann sollten wir uns vielleicht mal weiter umschauen. Vielleicht finden wir hier noch irgendwie einen anderen Weg weiter. Oh, da sitzt der... Da sitzt unser Wächter. Gut, hallo! Hey! Oh. Warte gefälligst! Als ob ich auf dich warte, mein Lieber. Als ob. Und wovon träumst du nachts? Schnell raus aus dem Fenster. Yay! Was soll das? Tja. Komm sofort wieder rein. Du brichst dir noch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling, Feigling! Ja, lach nur. Weil irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Nö. Und dann kannst du was erleben. Eigentlich nicht, aber gut. Können wir uns... Was können wir denn mit der Antenne machen? Hallo? Die sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Oh, ja. Gut. Was passiert, wenn wir denn dahin gehen? Vielleicht finden wir noch irgendwo einen Weg hinein. Vielleicht können wir das ja wieder... Boah, ich hasse dieses Geräusch. Damit öffnen. Sehen Sie nun die erstaunliche Edna und ihre tanzenden Fußnägel. Es Yay. Findet irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Ja, aber was willst du denn machen? So, kommen wir jetzt immerhin an dem Wächter hoffentlich vorbei. Der dürfte nämlich noch an der Abstellkammer sitzen. Hoffe ich zumindest.
Schauen wir mal. Also in die Abstellkammer sollten wir jetzt lieber nicht rein. Schätze ich mal. Das wäre, glaube ich, nicht so intelligent, nein. So, können wir das dann nicht irgendwie versperren? Nein, können wir nicht. Schade. Gut. Aber Moment, vielleicht können wir ja die Säule benutzen. Genau, passt. Sehr gut. Dann kommt der nämlich nicht mehr raus, immerhin. So, jetzt können wir auch um die Ecke gehen. Oh. Nicht so schnell, Süße. Hab ich dich doch noch erwischt. Hä? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle. Willst du meine Antwort hören? Ich dachte, es... Läppisch. Warum musst du schon früher aufstehen? Ich dachte, die Säule würde reichen. Yep. Aber anscheinend nicht. Okay, Mist. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Gut, allein die Säule dürfte dann nicht ausreichen. Mit was kann man es denn noch versperren? Da müssen wir dann gleich mal schauen. Wie wir das denn jetzt machen? Aber gut, erstmal wieder raus ins Freie. Und dann mal schauen. So. Gut. Aber naja, wir können ja jetzt erstmal uns wieder weiter umsehen, zurück zu der Stelle gehen, wo wir jetzt waren. Und ja. Mal gucken, wie er da entkam. Also allein mit der Säule klappt es nicht. Gut, da müssen wir wahrscheinlich noch was anderes benutzen. Das Fenster ist noch offen, sehr gut. Das wollte ich nur überprüfen. So, ja. Magst du wieder rausgehen? Dankeschön. Vielleicht, wenn wir haben ja das Lexikon bei uns. Vielleicht können wir das Lexikon benutzen, um den dann da einzusperren. Ich glaube, die Säule an sich war zu niedrig. Aber es kann ja passieren. So, wir verduften mal ganz schnell. So, raus mit uns. Oder hier rein. Und schnell zum Fenster ab. Raus mit uns, Edna! Los! In die Freiheit! Und zur Dachkante. Was soll das? Nix. Komm sofort wieder rein. Nö. Du brichst dir noch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja. Als ob ich da rauskomme, nur weil du das willst. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling, Feigling! Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. Tja, okay. Gut. Du kannst auch was erleben. Pass nur auf, ich sperre dich nämlich jetzt ein. Beweg dich nicht vom Fleck, okay? Ich komme gleich. Ich muss nur noch den Schacht hier betreten. Und ja. Diese elendigen Gitter immer. Das war hoffentlich jetzt das letzte Gitter, das wir entfernen mussten fürs Erste. So, aber jetzt wollen wir hier uns mal um diesen kleinen Mistkerl in der Abstellkammer kümmern. So, benutze die Säule. Haben wir auch? Wo haben wir das Lexikon? Da. Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Hey! Tja. Was soll das? Ich bin hier noch drin! Hallo! Pech gehabt. Hugo! Dr. Marcel! Irgendwer! Nö. Wir haben einen Erfolg freigeschaltet. Cool. Okay, dann sind wir... Jetzt können wir hoffentlich zum Stuhl gehen. Können wir den denn irgendwie mitnehmen oder so? Da, wo ich hin will, gibt es bestimmt viel tollere Stühle. Okay. Können wir dann noch irgendwas mit ihm machen? Keine Zeit zum Ausruhen. Na toll, gut. Dann gehen wir nach unten. Was ist denn da? Was haben wir denn hier für einen Raum? Wenn wir mal reinkämen, dann könnten wir uns da auch umsehen. Okay. Hallo! Da sitzt ja einer. Bist du das Neue? Ja. Ich bin der Neue. Wer sonst?
Ja, wer sonst? Ja, wer sonst? Stör mich nicht, okay? Okay, ich störe dich nicht. Will mir nur den Mülleimer ansehen. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Nur ein Jahresvorrat versiffter Papierbecher. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Die Auswahl ist groß. Ich nehme ein besonders siffiges Exemplar. Okay. Ein besonders siffiges Exemplar, cool. Können wir den nicht vielleicht mit dem Wasserspender hier benutzen? Leer. Oh. Okay. Eine Pflanze? Bei der Luftfeuchtigkeit hier drin fühlt sie sich offensichtlich sehr wohl. Ja, das kann sein. Gut, er will nicht gestört werden, dann gehen wir wieder. Baller. Guten Tag, ist hier noch irgendwas? Hier ist ein WC. Eine weitere Pflanze, weitere Türen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal nach unten. Wir wollen doch schließlich raus hier. Gut. Oh. Abgesperrter Bereich. Okay, egal, weiter geht's. Da versucht einer zu telefonieren mit einem abgeschnittenen Telefon. Cool. Ich würde sagen, wir sind wirklich in der Irrenanstalt. Oh, eine Türe. Oh oh. Oh. Hey! Dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Okay. Ich bin doch der Neue. Ich bin doch der Neue. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Oh shit, der kennt uns. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung. Du bist nur zu Besuch. Ja. Oder, nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Ja. Ich bin's leid. Oh, verdammt. Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitz den ganzen Tag hier! Ja, die ich beiden sind behindert. Mit, was behindert. Sich oh, Entschuldigung. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist! Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. Wenn du wüsstest. Das ist sogar sehr verkehrt, aber so. Gut. Und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Okay. Na gut, wir sind jetzt bei den anderen Patienten, aber immerhin sind wir schon etwas weiter. Das habe ich wohl vermasselt. Wir sind nicht mehr in unserer Zelle, immerhin. Gut, im Aufenthaltsraum geht es dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, tschüss!